Galoppel, Galoppel. So, besuchen wir das mal, wa? Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet, Lilly. Ich danke dir. Das versteht sich doch von selbst. Jetzt muss ich aber Herrn Hausmann anrufen, den Leiter des Reitsportbundes. Er muss nämlich wissen, dass ich eine paar Weile hier oben bei euch bleibe. Das ist kein Problem. Aber kümmere dich weiterhin gut um deine neue Freundin, damit sie schnell heranwächst. Dann werdet ihr viel Spaß miteinander haben, weißt du? Telefoniere mit Herrn Hausmann. Was? Ich möchte Fury unbedingt reiten. Der ist doch noch das im Abfull-Paddock. Kann man jetzt schon mit dem reiten? Das ist doch noch so ein kleiner da hinten. Nee, das ist er nicht. Oder? Ist er das? Nein, der hat kein blondes Haar. Ich muss auf jeden Fall erstmal Herrn Hausmann anrufen. Wisst ihr ja, Business geht erstmal vor Horses, sag ich mal. Hold your horses, Gentlemen. Hold your horses. Mein Horsenstall ist offen. So. Wo kann ich hier Herrn Paddock anrufen? Herrn Hausmann, Entschuldigung. So, hier mal wählen. Eine Ministe, 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? Hallo? Ah. Oh, guten Tag, Herr Hausmann. Ich rufe an, weil ich fragen wollte, ob es okay ist, wenn ich zwischen den Wettkämpfen bei Leon wohne. Den kennen Sie ja auch. Ist ja ein Freund von mir und Sie kennen ja alle meine Freunde, ohne dass ich erklären muss, was es ist. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Mit den Stuten im Reservat stimmt etwas nicht und ich würde Ihnen gerne helfen. Das ist völlig in Ordnung, Lilly. Allerdings musst du unbedingt am großen Preis der Legenden teilnehmen. Er findet nur alle 5 Jahre statt und die Qualifikationsrunde ist äußerst schwierig. Ist gebombt, Herr Hausmann. Alles Taco, Alter. Ich werde mein Bestes geben, weißt du Bescheid? Du hast wirklich Glück, Lilly. Denn Leon und seine Mutter haben in Wild Mountain ein wahres Paradies für Mustangs geschaffen. Du wirst dort viel lernen. Ach, übrigens. Ja, was gibt's denn noch, Alter? Mir kommt da gerade eine Idee. Was hältst du von einem kleinen Besuch deiner Freundin Carla van Guinness? Wollen Sie mich verarschen oder was? Naja, seit die Machenschaften der von Guinness bei den Wettkämpfen aufgeflogen sind, wird gegen sie ermittelt. In dieser Zeit dürfen sie an keinen Wettkämpfen teilnehmen. Deshalb möchte ich, dass du dich um Carla kümmerst. Aber die schlägt doch ihre Pferde. Ist total hochnäsig und ein echter Stinkstiefel, die alte Fröbeltante. Naja, ich weiß, dass ihr früher Meinungsverschiedenheiten hattet, ganz abgesehen von ihren äußerst brutalen Anreitmethoden. Aber White Mountain erscheint mir als der ideale Ort, um sich Respekt vor Pferden zu lehren, notfalls mit Gewalt ins Gesicht. Oh, ich weiß nicht, Herr Hausmann. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Oh, entschuldige, Lilly. Ich muss auflegen. Bis bald. Tschüss. Und was ist mit Carla? Herr Hausmann! Hallo! Hey! Drecksack! Hallo? Ah ja, jetzt darf ich wieder. Huch! Am nächsten Tage! Tag Nina! Ach nee. Tag Nina! So rum. Ach, du bist es, Lilly! Bist du Oscar besuchen gegangen? Nein, warum? Hat Leon sich nicht drum gekümmert, dieser tolle Profi? Leon? Nein, der ist mit Grant unterwegs. Er will lernen, wie man sich Mustangs nähert. Ach, dieser Leon! Er war sehr erstaunt, wie leicht es dir gefallen ist, an Oscar heranzukommen. Und jetzt will er das auch können. Deswegen hat er dich nicht gefragt, sondern irgendwen anders. Oh. Ach, das ist ja toll. Grant hat mir unheimlich geholfen, Pferde verstehen zu lernen. Ich bin sicher, dass auch Leon sehr von seinen Ratschlägen profi-pieren wird. Mhm. Ja, aber dennoch braucht das Fohlen nach wie vor Pflege. Meinst du kannst dich darum kümmern? Das gebe dir auch die Gelegenheit, ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ja klar, ich kümmere mich sofort darum, ist doch klar. Pflege das Fohlen auf der Koppel. Huch. Achso, um ein Pferd zu pflegen, geh auf die Koppel. Ja, wenn ich das Pferd auf der Koppel pflegen soll, wo soll ich denn sonst hingehen? Nähere dich dem Pferd, das du pflegen möchtest, und drücke den Pfeil.
Koppel, Koppel, Koppel. Wir laufen jetzt Koppel. Galoppel, Galoppel. Bock, die Hühner hören sich auf jeden Fall voll glücklich an. So, die Koppel müsste jetzt hier sein, ne? Ja, Mensch, ich bin schon ein richtiger Profi in dem Spiel. So, Freund. Das ist doch, ist das Altai? Jetzt bleib mal hier, bleib mal geschmeidig, Freund. Wer ist denn das? Hilfe. Bist du Altai? Ich möchte dich pflegen. Möchtest du dein Pferd pflegen? Nein, nein, wirklich nicht. Nein, alles nur das nicht. So, ich hätte vielleicht das Fohlen pflegen sollen, wenn das hier schon auf der Koppel ist. Das soll ja erstmal im Dingens da sein. Wähle eine Pflegeaktivität. Putzen, waschen, Hufpflege. Komm, wir putzen erstmal. Putze dein Pferd, um sein Fell von Schmutz und Staub zu befreien. Du solltest die Bürste regelmäßig reinigen, damit du dein Pferd gründlicher putzen kannst. Bewege die Maus, um zu bürsten, du Sau. Um die Bürste zu reinigen, halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Um die Seite zu wechseln, drücke A oder D. Habe ich mir überhaupt nicht gemerkt gerade. So, Synthetikbürste, weiche Bürste, harte Bürste, was weiß ich denn, seidige Bürste. Und die sind nicht verfügbar. Ich würde sagen, irgendwie so ein Stahlschwamm oder sowas. Seidige Bürste ist mir ein bisschen zu lasch. Ich bleib bei der weichen Bürste. Bewege die Maus, um dein Pferd zu bürsten. Aber wo denn? Wie denn? Wenn dieses Symbol erscheint, ist deine Bürste zu schmutzig. Um die Bürste zu reinigen, halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Sieh dir die Anzeige oben links an. Sie zeigt dir, wie sauber dein Pferd ist. Ist die Anzeige voll, ist dein Pferd ganz sauber. Drücke A oder D, um dich fortzubewegen, also vom Pferd fort. Zeit zum Putzen. Jaha. Schubber, 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 schubber. Ach, du bist so dreckig, du kleiner Dreckspatz. Mist, meine Bürste ist schmutzig. Hier erstmal den ganzen Kot rausholen. Die ganzen Kackikügelchen. So, schubber, 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 schubber. Ach, du kleiner Dreckspatz. Schubber, schubber, schubber. Schubber, 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 schubber. So, wo denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ach, ich muss das Pferd ja noch, muss ich wirklich? Na gut. Schubber, 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 schubber. Ne, komm, hier haben wir schon geschubbert, ne? Oh, ja, 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 das gefällt dir, du alter Zossen. Guck mal, wie dreckig das hier ist. Es ist bald vorbei. Ja, 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 ist doch gut. Gucke mal, wie sauber du schon bist. Frühlingsfrisch. Gratuliere, Altai hat jetzt ein seidig glänzendes Fell. Waschen. Wasche dein Pferd, um sein Fell von jeglichem Schmutz zu befreien. Seife es mit Hilfe des Handschuhs ein und spritze es anschließend mit dem Gartenschlauch ab oder mit dem Feuerwehrschlauch. Einseifen, bewege die Maus und dein Pferd. Ach, sehen wir ja jetzt gleich, das wird ja alles 10-mal erklärt hier. Damit auch Debile, wie ich das verstehe, Synthetikhandschuh, Seidenhandschuh, Samthandschuh, Wollhandschuh, Satinhandschuh, hallo, was ist denn hier los? Vielleicht doch aus Seidenraupengold oder sowas? Nehmen wir den Samthandschuh. Was auch immer das dann bringt, ich weiß es nicht. Wo hast du dich nur rumgewälzt? Aber echt mal, du Dreckspatz. Komm hier, schön mit Chemikalien einreiben, das tut dir gut. Blub, 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 blub. Was passiert jetzt, wenn ich mit der linken Maustaste da... Was war das nochmal? Nichts. So, hier auch nochmal am Arsch, sage ich mal. Ach, wie er jetzt glänzt und blinkt. Und dann muss ich... Ach, hinterher muss ich ja dann mit dem Garten... Du wirst blitzsauber sein. Ja, gleich, gleich. Kriegst du noch ein bisschen Klarwachs drauf. Noch ein bisschen Chromlackierung. Plastikschlauch, leichter Schlauch, was? Flexibler Schlauch, Komfortschlauch, robuster... Was, wie soll ich mir einen Schlauch auswählen? Da soll Wasser rauskommen. Komfortschlauch, nimm mal den Komfortschlauch. Ja, okay. Ich möchte dazu jetzt gar nichts sagen. Ich möchte jetzt einfach die Klappe halten. So... Da bist du, oh, gleich bist du richtig sauber. Guck mal, wenn ich hier fertig bin mit Abspritzen. Es ist bald vorbei. Also Wasser, dann möchte ich hier gar nichts. Ach komm.
Hauptsache sauber, jetzt ist auch egal. Da hinten war noch Schaum an der Ferse oder was das da ist. Altai hat ein seidiges Fell. Was können wir denn jetzt noch machen? Haarspangen und so? Hufpflege. Säubere mit Hilfe des Hufkratzers alle vier Hufe deines Pferdes. Vorsicht, wenn du an einer Stelle kratzt, die bereits sauber ist, läufst du Gefahr, das Pferd zu verletzen. Und es tritt womöglich aus und dir das Gesicht zu klump. Bewege den Hufkratzer mit der Maus, halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um den Huf auszukratzen wie einen alten Eiterpickel. So, Plastikhuf, ich weiß, du Profi, flexibler, robuster. Ja, dann natürlich den Profi. Du wirst die Hufe deines Pferdes säubern, das war mir jetzt irgendwie klar. Entferne mit dem Hufkratzer sorgfältig Erde, Unrat und anderen radioaktiven Schmutz von den Hufen deines Pferdes. Gib Acht, dass du dein Pferd dabei nicht verletzt. Bewege den Hufkratzer mit der Maus. Halte die linke Maustaste gedrückt, um den Huf auszukratzen. Sei vorsichtig, ja, bist du mal. Ich brauche wohl etwas mehr Geduld. So, hier kratze, 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 Popatze. Na, jetzt komm doch mal da runter. Ich komme mal vor wie der Zahnarzt. Komm schon mit deinem schäbigen Huf hier. Pam! Der nächste Huf bitte. Fuß hoch. Ja, so ein braver Gaul. Altai, du Guter. So, komm hier. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Witze, watze, witze, watze. Ritze, ratze, pitze, patze. Jetzt hier noch ein bisschen. Ach, schönen Huf hast du. Und noch nicht verletzt. Ja, wir sind sehr sorgsam. Und jetzt bitte vorne rechts das Getriebe einmal auskratzen. Ja, zauberhaft ist das. Zauberhaft. La, 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 la. Ich bin der Zahnarzt von der grünen Weide. So, jetzt einmal vorne links bitte. Sind deine Hufe schmutzig? Aber echt, schäm dich. Bist wieder durch Kacke gelaufen. Wie ekelhaft. Und ich muss es auskratzen. So, Pitze, Patze, Ritze, Ratze und noch keine Verletzung. Jawohl. Zärtlicher geht's ja wohl nicht mehr. Perfekt, Altai hat jetzt saubere Hufe. Ich frage mich, wie unsensibel man sein muss, wenn man diesen komischen Schmerzcounter da vollkriegt. So, der Altai ist sauber, aber ich glaube, wir sollten das nochmal bei unserem anderen Ding da machen, ne? Bei dem Kleinen. Müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Ich glaube schon. Da hinten ist er doch. Freund? Wieso Freund? Das müsste doch eigentlich unser Fohlen sein. Kaum gestohlen, schon ein Fohlen. So, pflegen, beobachten. Hier, komm. Ich pfleg dich mal eine Runde, wa? Hier, hallo, ich pfleg dich. Hallo. Möchtest du dein Fohlen pflegen? Aber natürlich. Gut, müssen wir jetzt nochmal machen, aber jetzt geht's ja wesentlich schneller. Ich überspringe jetzt mal die Texte und dann gehen wir hier mal einfach quer durch die Waschstraße und dann ist das Ding einfach mal sauber. Wir können aber eh nur putzen und waschen, also putze dein Fohlen, tralala, kennen wir ja schon, lalala, mhm. Ich bin Pferdeprofi, ich brauche das alles nicht. Sollte das nicht grüne Augen haben? Ach, das, nee, später, wenn es ausgewachsen ist, stimmt ja. Harte Bürste. Harte Schule, hartes Leben, harte Bürste. Nee, komm, nehmen wir eine weiche Bürste für das kleine Ding. Soll ja auch nicht leiden. Ja, ich weiß es doch alles. Ja, 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 ja. Zeit zum Putzen. Putzi, putzi. Huch, achso, schubber, 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 schubber. Guck mal, wie es sich freut. Da müssen wir noch die Zahnbürste zücken. Ja, so ist brav. Hier bist du sauber am Poppes. Dann kommen wir hier einmal rum. So, es hier nochmal. Es ist bald vorbei. Achso, einmal den ganzen Schmutz daraus, die Flöhe und den Popanz. Und sauber. Sauber? Na also. Da freut sich aber einer, hm? Ja, brav, 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 brav. So. Oscar, wer ist denn Oscar? Wie, ich wollte doch Fury, das... Da stand die ganze Zeit Freund. Nee, komm, der ist mir egal. Oscar, ich säuber doch keinen Oscar. Ach, das war der, den wir gezähmt haben. Galoppel, Galoppel, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja, Oscar, bruh.